Weißt du, stell dir mal vor, das hört sich ja, ich glaube sogar, dass das Spaß macht, ganz ehrlich. Weißt du, da bist du so in der Gegend, dann machst du da eine Schlacht, machst du da eine Ich spiele auch Schlacht, gern dann machst du Risiko, da einen also du wusstest Vertrag nicht, also. und genau. Aber das Dumme ist, bei Risiko gehen bei dir so Plastikfigürchen Ja, kaputt oder genau. die landen wieder zurück in der Schachtel. Und bei Napoleon sind das einfach Massen von Menschen, die da gestorben sind, mit denen er gespielt hat. Der Podcast Day. Herzlich willkommen bei P-Day. Es ist mal wieder auf Sonntag. Propaganda. Es gibt kein es Recht. Ist auf Patris Propaganda. Sonntag. Es gibt kein Recht. Auf Patris Okay, hier scheint Propaganda. eine. Es gibt kein Hier. Recht. Auf Patris Propaganda. Es scheint eindeutig eine große Manifestation zu sein. Was ist los? Was ist hier los? Also, hier, kein Problem, aus meinem Podcast wird keiner rausgeschmissen. Also erzähl mal, was liegt dir auf dem Herzen? Ja, ich wollte vielleicht mal andeuten, dass ich im Laufe der Folge gerne über Meinungsfreiheit und über Herrn Lücke und über den Umgang des Hamburger Aster mit ihm reden wollen würde. Ja, und natürlich wollte Idee, ich einfach darauf hindeuten, dass deine perfide Propaganda mit Cyborgs und Urmetern und alles, das muss ich natürlich alles auch richtig nochmal aufdecken. Es war alles richtig, was ich gesagt habe. Aber das willst du kannst du sagen. Ja, ich habe dich ja unterbrochen, also begrüß doch nochmal unsere lieben Zuhörer. Nö, das machst du jetzt. Na gut, dann sage ich einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr uns zuhört. Das macht uns eine große Freude. P-Day, wir reden über. Für Leute, die P-Day zum ersten Mal heute hören und die jetzt denken, oh, reden die nur durcheinander? Ja, machen wir. Und, ja, das ist ein großer Teil des Konzepts. Das ist das Grundkonzept, alles andere ist einfach wild Interpretation. Wir reden über Welttage, heute haben wir den 27. Oktober und wir reden über historische Ereignisse, die an diesem Datum stattgefunden haben und es gibt immer das eine oder andere Quiz. Das ist P-Day, herzlich willkommen. Genau. Und normalerweise beginnt das Ganze damit, dass wir irgendwie komisch quatschen über irgendwelche Sachen, die uns aufgefallen sind und die passiert sind. Und du hast ja schon fett geklatscht. Das heißt, du hast so ein bisschen ein Thema im Moment gerade mit dem, was in Hamburg Herrn Lücke passiert ist, der ja wieder einen Lehrauftrag bekommen hat an der Hamburger Uni als Ökonom, ne? Genau, richtig, ist er ja. Ja, ja. Genau, richtig. Und für alle, die es aus irgendeinem Grund nicht wissen, Herr Lücke ist tatsächlich der Gründer der AfD. Hier möchte ich gleich sagen, aber er ist der Gründer einer anderen AfD, nämlich einer AfD, die vornehmlich zum Ziel hatte, das Thema Euro, also Währung, der Euro, mal differenzierter zu oder anders, differenziert ist für unten ist eine Wertung, anders zu betrachten, als das oftmals gemeinhin betrachtet wird. Deren Idee war so ein bisschen die Teilung des Euro in einen Nord- und einen Südeuro, um schlicht und einfach Leistungsfähigkeiten von Ländern unterschiedlich zu beurteilen. So. Daraus entstanden ist das Monster, das wir heute kennen. Und, muss man auch sagen, ein Herr Lücke war natürlich auch derjenige, der irgendwo auch immer mit einer sehr weit Rechten kokettiert hat, um den Ball ins Laufen zu kriegen. Ja, und jetzt musst du, Alex, erzählen, was da passiert ist. Ja, also ich wollte das nochmal, genau, du hast es ja am Schluss nochmal gesagt, aber das, finde ich, darf auch nicht zu kurz kommen. Er hat es bewusst in Kauf genommen, dass ja, diese Partei unter rechts unterwandert wurde und hat ja auch das sogar gefördert, indem er Begriffe wie entartet, also wirklich grundsätzlich Begriffe, die aus dem Nazi-Sprachjargon stammen, benutzt, um ja, also wirklich auch nach rechts zu blinken und der Partei. Also er hat das nicht aktiv bekämpft. Er ist auf jeden Fall, wie du sagst, der Schöpfer Frankensteins Monster. Ohne ihn würde es die AfD in der Form heute nicht geben.
definitiv. Der hat jetzt ein kleines Problem gehabt, nämlich er wollte seine erste Vorlesung halten an der Hamburger Universität, wo er einen Lehrbeauftrag hat. Und da ist Folgendes passiert, Alex. War's nämlich? Er ist von Studenten es waren, aber halt einfach komplett niedergebrüllt worden. Die haben halt nicht, es gibt kein Recht auf Patrice-Propaganda, sondern sie haben skandiert, immer wenn er was sagen wollte, also er ist gar nicht zu Wort gekommen, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Und das haben sie so laut skandiert, dass er nicht dazu gekommen ist, seine Vorlesung zu halten. Das ist jetzt auch schon zum zweiten Mal passiert, also diese Woche ist es nochmal passiert. Richtig. Der wird auch verbrannt werden, das sage ich dir. Der wird nicht mehr arbeiten, der wird arbeitsunfähig sein werden. Das ist meine Prophezeiung. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Aster wird das durchziehen. Ja, okay. Ich glaube, der Aster wird das durchziehen, bis der Typ den Lehrauftrag verliert. Warum sollte er den Lehrauftrag verlieren, weil der Aster sich so verhält? Weil er in seiner Situation offensichtlich unfähig ist, die Vorlesungen entsprechend der Bedürfnisse durchzuführen. Und wenn ein Inhaber eines Lehrstuhls, oder ich weiß gar nicht, ob er eine Lehrstuhl hat oder ob er einfach nur irgendwie dort liest, das weiß ich nicht. Aber wenn der nicht lesen kann, weil sich das Auditorium gegen ihn wendet, dann ist das ein Grund dafür, ihn auch wieder zu entlassen. Und das wird so sein. Und ich würde es der Uni Hamburg sogar empfehlen. Ich würde es ihr wirklich empfehlen. Es sind aber nicht seine eigenen Studenten, Schmuck, die das gemacht haben. Ne? Also er hat ja, Studenten, weil das, die ja, weil das Wirtschaftsstudenten sind, die angepasst sind bis zum geht nicht mehr. Ich bin doch selber. Also okay, ich höre das gut. Du findest es gut, wie der Aster das macht. Das ist was anderes. Ich habe nur gesagt, ich glaube, er wird weitermachen. Nein, du hast gesagt. Aber ich habe Sympathien. Also, ich habe Sympathien. Du hast vollkommen recht. Ich habe Sympathien. Ja, ich habe große Sympathien. Okay, ich finde es dumm. Also ich finde es total dumm. Ja, weil das ist halt auch so wieder, das spielt halt genau den Leuten in die Karten und das wird auch ganz viele, sag ich mal, Menschen, die sich wirklich eher in der Mitte verorten, wieder gegen linke Ideen aufbringen, weil es ist ja auch irgendwie, ich finde es halt einfach, die sollen ihn dann in der Rede stellen, wenn sie können. Du könntest es auch viel subtiler machen. Also du könntest dich halt immer in seine Vorlesung reinsetzen und immer ihm Fragen stellen, die auf seine, also auf die AfD-Vergangenheit hindeuten. Du könntest ihn auch einfach, also ich finde es nicht gut. Also nee, ich finde es wirklich nicht gut. Also weil im Endeffekt, der ist zwar nicht freiwillig aus dieser Partei ausgetreten. Und nee, wie gesagt, auch nicht, ich bin auch nicht das. Er ist geschasst worden. Ne? Ja, genau. Also klar. Auf jeden Fall, ich finde ihn auch als Person, ich mag ihn überhaupt nicht. Also unabhängig von der AfD, ich fand ihn auch von Anfang an unsympathisch. Aber ich finde, das ist nicht meine Vorstellung, ich sehe eher, das ist halt ein Kampf gegen. Also ich finde es dumm. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ich müsste nochmal, damit ich es besser formulieren kann, mich ärgert es richtig, wie blöd der Aster sich da anstellt, weil er unglaublich viele Sympathien bei den, also im Endeffekt sehe ich das ja immer so, also ich empfinde es so, es gibt halt Menschen, die sich sehr viel mit sowas auseinandersetzen und die bilden sich eine Meinung, ne? Und so Leute wie wir. Und wir kommen eher zu dem Schluss, wir wollen eine Welt, eine offene Welt, wir wollen eine Welt, wo alle gut zueinander sind. Und dann gibt es Leute, die setzen sich sehr viel damit auseinander und landen da, wo sie gedanklich bei der AfD sind. Und dann gibt es in der Mitte ganz viele Menschen, die setzen sich gar nicht so viel damit auseinander. Und um die haben wir eigentlich diesen Meinungskampf. Also dass wir halt, und da geht es halt für mich auch oft ganz stark darum, dass man halt die halt abholt. Und ich glaube, mit so einer Aktion wirst du ganz viele Menschen sagen, warum brüllen die den Professor da nieder? Ja, aber der Aster ist ja nun mal auch nicht unbedingt dafür da, um jetzt Öffentlichkeitsarbeit für das Mitte-Links-Spektrum zu holen oder von mir aus auch in das konservative, aber demokratische Spektrum zu holen. Das sind die Aufgabe vom Aster. Sondern der Aster ist ja nun mal dafür da, das universitäre Leben mitzugestalten aus Sicht der Studenten. So, und jetzt sind wir an einem sehr intimen Punkt, finde ich, wo die sagen, wir halten es für unerträglich,
dass ein Mensch, der den rechtsnationalen Stein mit Kalkül ins Rollen gebracht hat und dann irgendwann die Geister, der er rief, nicht mehr beherrscht hat. Da ist ja der Olaf Henkel genauso dabei. Das ist genauso ein Depp. Das ist genauso ein Depp. Und das merkt man auch, wenn man seine Bücher liest. Das, was der für ein Einfallspinsel ist, der Olaf Henkel. Tust du sowas? Warum tust du sowas? Du sollst keine gemacht, Bücher von Olaf Henkel lesen. Du sollst doch, keine Bücher... Doch, habe ich gemacht. Schreib das bitte 100 Mal an eine Tafel. Nee, das ist jetzt wieder mein Teil, wo ich, glaube ich, der Coolere bin. weil ich mir halt auch die Meinung von anderen abhole und so weiter. Und, okay, du hast es gelesen und bist zum Schluss gekommen, dass er ein Idiot ist. Oh. Ein Einfallspinsel vor allem. Vor allem das ein hätte ich dir vorher sagen also können. Ein One-Trick-Pony ist er wirklich. Und dieser Mensch, also jetzt nicht Olaf Henkel, sondern eben der andere, Lucke, der lehrt jetzt an der Uni Hamburg. Da haben die Studenten ja wohl auch was mitzureden. Das sehe ich schon so und das machen die so. Und ob das geschickt ist oder ungeschickt ist, ist mir vollkommen egal. Die kämpfen oder die sagen, wir wollen dich hier nicht haben. Und die haben sogar ein Recht darauf. Der ist nun mal eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, der massiv polarisiert. Und zwar nicht deswegen, weil er zufällig, weiß ich nicht, zwei Köpfe auf dem Kopf hat oder auf dem Hals hat, sondern weil er sich ganz bewusst für eine teils menschenverachtende Politik eingesetzt hat. Da finde ich jeden, der aufsteht und sagt, raus, unwidersprochen richtig. Den finde ich toll. Den möchte ich heiraten. Ich muss eigentlich mal die alten Folgen, aber da bräuchte ich, wenn ich zu viel Zeit habe. Willst du jeden aufschreiben, den ich heiraten möchte? Wollte ich gerade sagen, ich schneide das mal zusammen und so. Dann, oh Gott. das wäre auf jeden Fall ein ordentlicher Haare. Ja, ja, aber viele Männer dabei, ne? Ja, sehr viel. Du bist da sehr offen, das muss ich auch sagen. Ja. das war ja gemischt. Ja, genau. Also, wie gesagt, deswegen finde ich, ich finde es durchaus zulässig und ich finde es natürlich, vielleicht ist es nicht geschickt, gebe ich dir sogar recht, aber ich finde es gar nicht die Aufgabe, von einem Aster irgendwie politisch geschickt zu sein. Sollen die Profis in der Politik machen. Ja, okay, also ich verstehe auch deine Ansicht und also grundsätzlich, wie gesagt, ich finde, ich könnte sogar fast sagen, ich verachte Herrn Lucke, das würde ich sogar sagen, ich verachte wenig Menschen, aber diesen Menschen verachte ich wirklich, weil er diese Situation, die wir jetzt haben, erst ermöglicht hat. Also er hat die Tür aufgemacht, ohne ihn, er war halt wirklich der Wegbereiter, genau, also hätte die AfD sicher nicht den Weg so stark in die Mitte finden können. Und zwar einen vollkommen unnötigen Weg, weil nochmal, also ich halte es für diskussionswürdig, ob diese Europolitik die richtige ist. Ja, selbstverständlich. Also gerne, lass uns drüber diskutieren. Aber dazu brauche ich keine Rechten. Also ich rede jetzt immer von Extremrechten. Rechte brauchen wir schon. Ja, genau. Also Wirtschaftsliberale und konservative Kräfte können sich dazu äußern, aber dafür brauchen wir keinen Ausländer. Genau. Genau, das ist auch nicht dienlich. Genau, auf jeden Fall. Na gut, also lass uns das Thema dann, also ja. Ich kann das auch nicht ganz so richtig greifen, aber mich stört es schon, wie die es machen. Einmal, weil der Effekt mich stört und zweitens habe ich auch das Gefühl, also ist trotzdem nicht so wie ich mir einen Austausch vorstelle. Aber ich verstehe dich auch. Er ist natürlich schon wirklich eine Figur, die man auch eigentlich wegbrüllen möchte. Also wenn er an meiner Uni gewesen wäre, als ich damals studiert habe, und der hätte da gelesen, dann wäre ich dabei gewesen. Da hätte ich dem ganz klar ins Gesicht rufen wollen, wir wollen dich hier nicht. Geh zu deinesgleichen. Erzähl doch den Leuten, die es gerne hören wollen, dass alle anderen scheiße sind. Aber hier echte. Weil es nun mal um so ein brutales Thema geht, bin ich da auch bereit mit, also ich bin wirklich ein toleranter Mensch, das weiß auch jeder und ich bin da ziemlich, also da bin da ziemlich dehnbar. Aber es gibt Punkte, wo ich sage, da darf man gesellschaftlich auch nicht einknicken.
Da muss man ganz klar Stellung beziehen. Und das machen die Studenten wenigstens. Ja, also im Gegensatz zu den ganzen anderen Weichern. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist auch, was mich stört. Wenn der jetzt noch, also klar, er ist nicht freiwillig aus der AfD rausgegangen, aber eigentlich ist er jetzt ja nur noch ein armes Würstchen. Also der hat weder ja Rückhalt von rechts noch von, der hat ja nirgendwo Rückhalt, sag ich mal. Und irgendwie ist das so ein Rauftreten auf jemand, der halt auch schon einfach am Boden liegt so. Und wie gesagt, ich finde halt auch, also ich kann das sogar verstehen, wenn ich, glaube ich, an der Uni gewesen, jetzt an der Uni wäre, dann hätte ich für die Idee grundsätzlich Sympathien und vielleicht hätte ich am Ende sogar mitgemacht. Ich hätte aber trotzdem versucht, darauf einzuwirken, es subtiler zu machen, ihn bloßzustellen. Mit regelmäßigen Aktionen und nicht so. Ja. So hätte ich von. Ich hätte immer das Gefühl, so alles, was wir machen, und das muss der Aster auch haben. Alles, was man macht, ist doch öffentlichkeitswirksam. Und da muss man sich bewusst sein, man verliert ganz viele, also man verliert eher Leute, als dass man Leute gewinnt. Aber die wollen ja Farbe bekennen. Wollen sagen, wir wollen dich hier nicht. Wir haben kein Mitspracherecht bei der Auswahl des Lehrstuhls, wir wollen dich hier nicht. Ne? Also deswegen, das finde ich soweit gut. Naja. Nee, genau. Also krieg ich denn heute so ein olles Zitat? Ja, du kriegst so ein Zitat, aber ich muss auch noch, da soll ich noch kurz vorher was zur letzten Folge sagen, weil ich musste noch Cyborg und Meta. Oder erst möchtest du das Zitat? Erstes Zitat. Dann machen wir Cyborg und Meta. Gut. Passt auch ein bisschen zusammen heute. In unserer Zeit. Hörst du? Ich muss ja nochmal, wer hat's gesagt, kommt jetzt. Das klang übrigens in der letzten Folge sehr gut. Hast du irgendwas verändert? Ich hab's nochmal aufbereitet, ja. Wer hat's gesagt? Okay, sehr gut gemacht. Vielen Dank. Also, das Zitat ist folgendermaßen. Ist ein bisschen länger heute. In unserer Zeit herrscht ein schrecklicher Aberglaube. Er besteht darin, dass wir begeistert jede Erfindung aufgreifen, welche die Arbeit erleichtert, und glauben, sie unbedingt nutzen zu müssen, ohne uns die Frage vorzulegen, ob diese Arbeit erleichternde Erfindung unser Glück vermehrt oder vielleicht Schönheit zerstört. Okay. Das ist ein langes Zitat jetzt erstmal. Ist ein langes Zitat, hast du die Quintessenz aufnehmen können? Also er sagt halt, oder sie, das weiß ich ja gar nicht, er sagt halt, dass es gibt heute eine gewisse, ich würde es mal so sagen, Technikgläubigkeit, so würde ich sagen. Es geht um Erfindungen, die Arbeit erleichtern sollen. Und wir sagen, wir müssen das unbedingt nutzen, ohne vorher die Frage eben uns zu stellen, ob das jetzt tatsächlich alles besser macht oder ob es vielleicht sogar es schlechter macht. Oder was hat er gesagt? Schönheit zerstört, ne? Also ob diese die Arbeit erleichternde Erfindung unser Glück vermehrt oder vielleicht Schönheit zerstört. Ja, das genau. Das ist die Quintessenz. Ja. Okay, hat dieses Zitat gesagt, also kommt ja ein bisschen in die Cyborg-Gedanke herein, hat dieses Zitat gesagt. Erstens Arthur Conan Doyle, zweitens Leo Nikolajewitsch Tolstoi, drittens J.R.R. Tolkien oder viertens Frank Schätzing. Schätzing, der Autor, ne? Ja. Also alle vier Begriffe. Genau. Schätzing, deutscher Autor, Volksautor. Tolstoi, klar, eben Tolstoi. Also Schriftsteller. Ja, immer ein Begriff, genau. Einen Begriff zu erklären, ist immer gut. Ja, ist immer gut, ganz genau. Dann hattest du mir angeboten, Arthur Conan Doyle, ebenso Schriftsteller, diesmal aber kein russischer, sondern ein englischer, Schaffer des gleichen, nein, nicht des gleichnamigen, sondern Schaffer von Sherlock Holmes unter anderem. Und dann hattest du mir noch angeboten... Tolkien. Okay. Also du hast mir noch der Schriftsteller angeboten, merke ich gerade. Okay. Du hast vier Autoren heute. Ja, ich habe jetzt vier Autoren, zwei Engländer, einen Russen, einen Deutschen. Okay. Ich gebe immer jetzt, nochmal für die Hörerschaft, die sonst nicht hören, ich gebe erstmal so eine erste Einschätzung ab. Okay. Ich fange mal mit Schätzing an. Das, was du mir vorgelesen hast, ich habe es schwer im Kopf, aber war lyrisch. Das war lyrisch. Schätzing ist nicht lyrisch.
Schätzing ist ein guter Autor von sehr spannenden Büchern. Ich habe den Schwarm gelesen, habe das sehr genossen. Aber ich halte ihn nicht, also ich würde nicht sagen, dass es seine Sprache ist. Erster Eindruck. Mhm. Tolkien, Linguist, Sprachwissenschaftler, großer Redner. Ich weiß überhaupt nichts über Tolkien, über seine Form der, ich sag mal, Gesellschaftskritik. Und das ist ja eine gesellschaftskritische Aussage hier. Mhm. Muss ich mir noch darüber klar werden, kommt auf die unsichere Seite für mich. Also ist für mich in der Mitte, kann beides sein. Dann hatten wir Tolstoy. Kannst du ja darüber nachdenken, was er geschrieben hat. Ja, genau. Naja, das wird ja auch oftmals, wird das ja mit dem Zweiten Weltkrieg irgendwie verglichen, was von den Erben übrigens massiv bestritten wird, aber egal, das ist was anderes. Jetzt Tolstoy wollte ich noch machen, genau. Mhm. Tolstoy, erstmal sage ich ja, das würde passen. Das würde passen von der Sprache, es würde passen von seiner Ausrichtung, das ist ein durchaus kritischer Geist gewesen, gesellschaftskritischer Geist. Das ist ja schwer zu sagen, ob er nur Schriftsteller war oder auch Philosoph. Würde ich erstmal sagen, ist für mich einer, der es gut sein kann, eher auf der Ja-Seite als auf der Nein-Seite, weiter auf der Ja-Seite als Tolkien im Moment, weil ich es mehr einschätzen könnte. Und dann haben wir zum Schluss Conan Doyle. Ebenso, den sehe ich an der gleichen Stelle, ehrlich gesagt. Der ist auch jemand, jetzt muss ich doch überlegen, er war ja jemand, der durchaus auch für neue Techniken viel übrig hatte. Ah, fällt mir schwer. Also Conan Doyle, Tolstoy sind ganz klar auf der Ja-Seite, Schätzing ganz klar auf der Nein-Seite und Tolkien in der Mitte. Unentschieden. Für den Rest brauche ich den Rest der Stunde. Also nachdenken. Dann bin ich gespannt. Dann mache ich jetzt einmal ganz schnell noch zur letzten Folge. Du hast ja gesagt, ein Mensch sei mit einem Herzschrittmacher ein Cyborg. Ja? Weil er eine Lebensgemeinschaft bildet, sozusagen eine Wohngemeinschaft mit einem Gerät. Genau, wir diskutierten wir haben über von Höchstchen aufs Stöckchen und dann kamen wir auf Cyborg und dann hast du diese Aussage gemacht und ich habe gesagt Quatsch und du hast gesagt nein und dann hast du in Wikipedia nachgelesen, dass das doch so sei. Und habe Wikipedia dann einfach mal für die Spitze des Wissens der Menschheit erklärt. Ja, genau. Und jetzt habe ich ein bisschen drüber gelesen. Und würde sagen, du hast nicht Unrecht, aber am Ende doch Unrecht. Und zwar, es gibt halt eine philosophische Strömung des Transhumanismus, die sagt halt, wir sollten uns von unserem Körper verabschieden, so schnell wir können, so ungefähr. Weil das der vergängliche Teil ist. Ja, genau, also dass wir alles, was man machen kann, um uns zu verbessern, also technisch sollte man machen, also das ist so die Grundvorstellung. Cool. Und geil. Ja, also wir sind jetzt schon so weit fortgeschritten. Grundsätzlich wollte ich eigentlich in diesem Zusammenhang dich auch nochmal fragen, ob du dir vorstellen könntest, deinen Geist in einen Computer hochzuladen, was wahrscheinlich technisch irgendwann möglich sein wird. Kannst du ja einfach mal kurz sacken lassen, aber würdest du es machen? Also, nein. Nein. Ich fühle mich in meinem Körper sehr wohl und ich weiß das. Und ich glaube, meinem Geist geht es auch so. Zum Beispiel, was mache ich denn, wenn ich dann mich bewegen möchte, Tennis spielen möchte? Das ist ja eine Geistessache durchaus. Ja, vielleicht Roboter dann. Also vielleicht bist du ja der Roboter, mir körperliche Erschöpfung suggeriert in mein Hirn. Wenn du das brauchst, wird das sicher möglich sein. Also die erste Aussage ist, um Gottes Willen. Das finde ich gruselig. Ja, genau. Also ich finde auch, darüber könnte man, können wir mit anderen mal reden. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, da gibt es halt auf jeden Fall einige Philosophen, die sich dazu geäußert haben. Grundsätzlich hat das schon mit Platon angefangen, der halt gedacht hat, wo hört der Mensch auf, wo fängt ein anderes Wesen an? Und im weitesten Sinne gibt es Philosophen, die sagen, ein Cyborg fängt schon mit einer Brille oder mit einem Pullover an. Und das ist ja noch besser. Okay. Das ist nicht die Mehrheitsmeinung. So, Aber die von den Schlaueren.
Nein. Und dein Herzschrittmacher ist insofern richtig, dass er grundsätzlich ein Teil sein kann. Ein Herzschrittmacher allein reicht aber nicht, um einen Cyborg auszumachen. Also ein Herzschrittmacher halt, macht noch keinen Cyborg? Ist das genau, das Sprichwort? Ein Herzschrittmacher, das ist das neue Sprichwort. Es ist halt so, dass es gibt sogar einen Menschen, der schon, also dementsprechend würde ich dir halt endgültig widersprechen. Es gibt einen Menschen auf der Welt, der von der britischen Regierung als Cyborg anerkannt wurde. Und dem wurde ein Chip ins Gehirn eingesetzt, weil der von Geburt an keine Farben sehen konnte. Und dem wurde ein Chip eingesetzt und er kann jetzt Farben sehen durch diesen Chip. Und der wird wirklich in seinem Personalausweis steht, dass er ein Cyborg ist. Und das ist der einzige weltweit anerkannte Cyborg. Also alle Wie Menschen cool mit, ist das denn? Mit Herzschrittmacher sind nicht als Cyborgs anerkannt. Dafür haben sie auch noch nicht probiert, oder? Also wahrscheinlich sind ja die Herzschrittmacher-Leute jetzt nicht alle irgendwie zum örtlichen Personalausweisamt gegangen. Nein, aber das würde nicht reichen. Also das würden die nicht machen. Also das wäre halt, also das ist halt nicht so. Ich kann dir nochmal. Wo steht denn das überhaupt? Steht das bei besondere Kennzeichen oder wo? Nein, ich habe schon mehrere Artikel gelesen. Das liegt, nein, aber wo steht denn Cyborg in meinem. Wo steht denn Cyborg, meine ich, in meinem Reisepass oder meinem Personalausweis? Das weiß ich nicht. Also, bei besondere Kennzeichen, bei Wohnort oder bei Haarfarbe? Also ich glaube, besondere Kennzeichen würde ich vermuten. Aber warte mal. Cool. Ja, genau, das ist schon cool. Ich will das auch haben. Ich gehe dann mit meiner Brille jetzt zum Passamt und sage, ich möchte Cyborg sein. Da sollen die da reinschreiben. Und da werde ich doch in Rheinweg, die Tante, die werde ich doch da irgendwie um den Finger wickeln können. Das wird doch gehen, oder? Also auf jeden Fall. Ich würde nur noch mal endgültig sagen, dass ich recht habe. Also der eine Philosoph, der sich, obwohl das natürlich auch nur eine Meinung ist, aber der hat halt gesagt, mit einem, ich weiß gar nicht, was das hier ist, mit einem Closchea-Implantat, das weiß ich gar nicht, was das genau ist, oder mit einem Herzschrittmacher, fangen wir an, uns in die Richtung Cyborg zu bewegen. Aber wir sind keine Cyborgs. Also, auch dieser, warte mal, das finde ich jetzt, wo habe ich das jetzt wieder versteckt? Egal. Doch, da ist es, nämlich Harbison, das ist der Mensch, der Cyborg ist, das ist ein Brite, der hat selber drei Kriterien aufgestellt. Die Technik die Technik muss mit dem menschlichen Körper so verschmelzen, dass er es als Teil seines Körpers betrachtet. Herzschrittmacher? Würde ich sagen, ja, kommt hin. Die Fähigkeiten des Menschen werden durch die Technologie gesteigert. Und das würde ich sagen, nein. Doch, die Fähigkeit des Menschen ohne den Herzschrittmacher ist ziemlich tot zu sein. Das stimmt, aber das es geht halt eindeutig eine Steigerung, wenn du dann zum Beispiel Fahrrad fährst oder so. Ja, aber es geht halt, glaube ich, eher in dem Sinne, werden die Fähigkeiten des Menschen erweitert dadurch und erhalten. Erhalten. Und eine Kommunikation zwischen Körper und Gehirn muss vorhanden sein. Gehirn. Ja, okay, nee. Das macht der Herzschrittmacher nicht, ne? Der kommuniziert nicht mit dem Gehirn. Ja, also. Okay. Ja, genau. Also, sorry, dass ich da ein bisschen, aber das hat mich auch. Aber ich muss auch sagen, ich finde, wie du sagst, es gibt dafür jetzt auch gar keine klare Definition. Also hast du auch nicht Unrecht in dem Sinne. Und ich bin halt ganz stark geprägt, weil ich ja doch, mag Science Fiction gerne. Und da habe ich halt diese Vorstellung gehabt, wirklich diese Grunddefinition, genau, also diese Technologie, die muss die Fähigkeit des Menschen erweitern. Also er kann fliegen damit oder er kann springen ganz oder hoch. Weiter oder weitergucken so. Oder sowas. Ja. Ja, genau. Und das war so mein Denkansatz, als du das letzte Woche gesagt hast, wo ich gedacht habe, nein! Das will ich nicht! Und, genau. Aber ich würde sagen, philosophisch hast du grundsätzlich nicht Unrecht gehabt. So. Ja. Und jetzt noch ganz schnell, der Urmeter, da habe ich, ich habe nichts gefunden, aber dann bin ich selber auf die Idee gekommen. Und zwar, wir haben ja herausgefunden, dass der Urmeter halt ursprünglich ein 10-Millionstel die Strecke zwischen Äquator und, was war das, Paris? Weiß ich nicht genau, war. Also ja, genau, und zwar auf dem Meridian, der durch Paris geht, ne?
Genau, und der wurde in Platin gegossen. So. Richtig. Und dann haben sie 1982 oder 83 die Definition verändert, dass es halt irgendwie, was war das, eine zehntausendste Sekunde, die das Licht in einem Vakuum zurücklegt. Ne? Und dann sind wir die Strecke, die das Licht in einem Vakuum in dieser Zeit, in einem unglaublich kleinen Zeitraum zurücklegt. Genau. Genau. Und ich war so eine ganz krumme Zahl. Und dann hast du mich gefragt, wie sind die auf diese Zahl gekommen? Und dann jetzt ist mir natürlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Das ist natürlich ganz logisch. Die haben die haben halt quasi die Prozedur bestimmt, wie der Meter gemessen werden kann. Und zwar diese Prozedur zu sagen, okay, wir können ganz genau ausrechnen, wie schnell bewegt sich das Licht in einem Vakuum. Und die Strecke ist aber gleich geblieben. Sie haben den Urmeter einfach. Sie haben halt geguckt, wie lange braucht das Licht. Also umgekehrt. Weil sonst hättest du, ja genau, sonst hättest du, und deswegen kommen sie auf diese ganz krumme Zahl. Alles klar, so verstehe ich das. Ja, genau, also das habe ich, aber da, weil sonst hätten sie auch, wenn man darüber nachdenkt, ne, wenn sie gesagt hätten, alles klar, das ist jetzt so und der neue Meter, der ist jetzt halt 5 Zentimeter länger als der Urmeter, dann hätte man ja ganz viele Sachen, ich weiß gar nicht, ob das nicht total krass geworden wäre, oder? Naja, ich hätte natürlich gedacht, dass das Ganze irgendwo sich wirklich im Nanobereich auffällt, aber irgendwie noch genauer ist, so habe ich das gedacht, aber letztendlich bin ich mit dieser Aussage total zufrieden, weil alles andere hätte ich für eine pure Bierlaune von wirklich arbeitslosen Wissenschaftlern gehalten und ich kenne Leute, die für weniger Sachen irgendwie in Krankenhäuser eingeliefert worden sind, als für die Idee, den Urmeter nochmal neu zu vermessen, also deswegen, aber so habe ich das verstanden. Okay, na gut. Lass uns mal loslegen mit dem. Wollte ich gerade sagen, halbe Stunde haben wir schon. Okay, dann mal Attacke, du bist dran. Es geht um die Welttage. Ne? Wir haben heute viele Welttage, finde ich irgendwie. Wir haben so Sachen wie den Tag der schwarzen Katze, den ich total uninteressant finde. Was ich aber interessant finde, ist den Tag mit Absicht Geld verlieren Tag. Das, am Anfang habe ich auch gedacht, was ist das für ein Schwachsinn, mit Absicht Geld verlieren Tag, ist wieder so ein Pseudo-Schlautag. Habe mir dann durchgelesen, worum es ging und bin wie so häufig ein bisschen schlauer geworden. Es geht um Folgendes. Wissenschaftliche Studien haben bewiesen, dass wenn man Geld verliert, im Gehirn genau die gleichen Abläufe stattfinden wie bei Angst oder bei Schmerz. Also schlicht, der Geldverlust ist wirklich ein Angstzustand oder ein Schmerzzustand. Also greifen in solchen Situationen, wo du Angst oder Schmerz hast, greift der Körper natürlich zu seiner Armierung und wehrt das ab, was da kommt. Das heißt, man probiert einfach, die Gefahr von so einer finanziellen Einbuße massiv aus dem Weg zu gehen. Jetzt sagt man, dazu braucht man eigentlich keine Forscher dafür, genau, weil jeder kennt das. Genau, dass es einfach doof ist, ne, wenn du irgendwie auf einmal denkst, du hast irgendwo das Geld. Du bist zu Hause, schaust in deine Jackentasche, sagst, wo ist mein Portemonnaie? Verdammt. Ne, schrecklicher Moment und du denkst, wo habe ich es denn verloren? Und schon siehst du den ganzen Weg, den du von der Bushaltestelle zurückgelaufen bist und jeder kennt das. Ne? Dazu braucht man eigentlich keine Forschung. Aber die Idee, diesen Geldverliertag ins Leben zu rufen, und zwar mit Absicht, ist genau das, dass man sozusagen sich etwas desensibilisiert. Also, dass man sagt, ich mache mich von dieser Abhängigkeit, also das ist eine gelernte Abhängigkeit, mache ich mich frei. Ich soll nicht in einen Panikzustand verfallen, wenn ich Geld verliere. Das mag ärgerlich sein im Zweifel. Und wenn man 200 Euro im Portemonnaie hat, ist es ärgerlicher, als wenn man 2 Euro im Portemonnaie hat. Alles klar. Aber man soll das komplett machen und soll vielleicht einfach mal den Blickwinkel verändern. Und zwar, dass man nämlich sagt, wenn ich heute Geld verloren habe, dann ist das für mich zwar doof, aber irgendjemand anders hat ja Geld gefunden. Somit wird also global gesehen, gibt es keinen Grund, Schmerz zu empfinden, sondern es ist ausgeglichen. Einer hat Freude empfunden und der andere hat Schmerz empfunden. Und was ich daran gut finde, jetzt aus ganz persönlicher Sicht,
ist tatsächlich die Situation, dass man sagt, wenn es nicht wirklich lebensbedrohlich ist oder existenzbedrohlich oder wahnsinnig große Summen sind, sondern ich rede jetzt wirklich von dem, ich habe einfach mal ein bisschen Geld verloren. Ich habe einen Zehner in der Hosentasche gehabt und habe den verloren. Und anstatt da in den Angstzustand zu fallen, dass man einfach sagt, ich bin ein Depp, jawohl, aber da hat heute jemand einen guten Tag gehabt. Der hat sich das angeschaut. Und mir gefällt die Sichtweise deswegen gut, weil ich finde, wir sind zu geldfixiert. Das macht nicht glücklich und es soll auch nicht unglücklich machen. Und das finde ich eigentlich das Sympathische an diesem Tag. So, das ist alles. Das finde ich ganz gut. Finde ich sehr gut. Also ich finde, da bin ich ja voll drin, finde ich super. Ich bin ja quasi natural born Turnbeutelvergesser. Okay. Ich bin ja eigentlich so echt der potenzielle Kandidat. Also meine geliebte Frau kauft mir auch jedes Jahr, also sie kauft mir ja, meine Frau kauft mir Klamotten. Meine Frau kauft mir jedes Jahr wieder eine neue Mütze und einen neuen Schal, weil ich die immer in der Bahn... Oh, die darf mir auch eine neue Mütze kaufen. Ja, genau. Das mag ich deswegen gerne. Ist es ja meine beste Frau der Welt. Vielleicht ja. Deine beste Frau, die näht vielleicht ja mal was für dich. Die kann das doch so. Das hast du schon oft gemacht, genau. Ja. Genau. Also, du findest, dass man sich daran gewöhnen soll, mal was zu verlieren, oder? Also ich habe ja auch oft sehr, 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 sehr viel Glück, dass wirklich die wichtigen Sachen auch immer zu mir zurückfinden. Aber ich sehe das sehr, sehr entspannt. Ich glaube, manchmal denke ich auch vielleicht dann zu entspannt, aber bei mir ist halt, ich glaube, ich habe in meinem Leben schon so viel verloren, dass ich auch immer denke, so ja, okay, es ist jetzt weg, okay. Ich sehe das auch entspannt. Ich bin da top entspannt, was das angeht. Und es tut was mit meiner Unabhängigkeit. Ganz ehrlich. Also ich bin sowieso so, dass ich denke, weißt du was, also ich mache ja alles, was man mir sagt. Ne? Ich lege mein Geld in Versicherungen an für später, weil ich halt keine Rente bekomme. Ich bin in so einem komischen Jobsituation, dass ich halt keine staatliche Rente bekomme. Muss ich also ein bisschen selber versorgen. Mache ich ja auch. Insgeheim, sage ich dir aber ehrlich, bin ich ja sehr unsicher, ob da in 20, 30 Jahren tatsächlich noch Geld ist. Also ob ich da was bekomme. Ich halte das für sehr unsicher. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Unsicherheit nicht schlimm finde. Also ich kenne Leute, wenn ich denen sagen würde, naja, schön, dass du hier eine schöne Versicherung abgeschlossen hast, aber wer weiß, die dann in Panik verfallen, die sagen, ja, aber es muss doch... Und dann wirklich, ich rede von echter Panik. Und für mich ist das irgendwie, naja... Das Leben ist eben Risiko oder sagen wir es mal so, ich würde es sogar wertfrei ausdrücken. Es ist einfach eine Aneinanderreihung von unvorhergesehenen Erlebnissen. Ja, also ich finde so, ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch zum gewissen Grad einfach irrational, wegen sowas in Panik zu geraten. Weil total. Du kannst ja auch nur, also erstmal kann keiner in die Zukunft gucken und es hilft dir einfach nichts, in Panik zu geraten. Also du kannst halt einfach für dich Entscheidungen treffen und dann musst du halt mit den Konsequenzen deiner Entscheidung leben. Und ich würde sowieso sagen, ja, also ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir noch 3-4 Währungsumbrüche erleben und wer weiß was. Und wir leben vielleicht in 20 Jahren in einem postkapitalistischen System und deine schönen Aktienwerte sind den Jordan runtergegangen. Kann natürlich kann das sein, logisch. Aber egal, was und du machst. Haben wir andere Reiche, die noch viel reicher sind und ich gehöre zu den Armen, die nicht viel reicher sind. So wie die Mehrzahl. Aber es bringt halt nichts, jetzt schon Angst davor zu haben, weil es vielleicht gar nicht eintritt. Ja. Totaler Schwachsinn, genau. Ja. Was für einen Welttag hast du dir ausgesucht? Mir ist heute ist der Welttag des audiovisuellen Erbes. Dieser Tag ist gegen das Vergessen und um diese ganzen Sachen, die wir hervorgebracht haben, also sowohl Musik, Bilder, aber auch alles, was die Menschheit, es ist von der UNESCO ein Tag, der ist 2005 offiziell eingeführt worden. Und was ich mir dabei gedacht habe, also ich finde es auch gut, ne? Also der Schutz von allem, aber was ich wollte noch mal eine Zahl raussuchen, das habe ich leider nicht mehr geschafft, aber es gibt ja, also das, was wir an Bildern und Videomaterial und an Audioaufnahmen im letzten Jahrhundert und jetzt auch in diesem Jahrhundert schon erschaffen haben, das übersteigt ja alles,
was die letzten Jahrtausende hervorgebracht haben, allein durch die Speichermedien, die wir gebaut natürlich. Haben. Enorm. Und also da ist natürlich, also ich frage mich auch manchmal, ist das gut oder ist das schlecht, dass so viel produziert wird? Ich, also es entwertet auf eine Weise manchmal, dass es so viel gibt. Andererseits glaube ich auch, dass es auf eine Weise auch ein unglaublicher Qualitätsmotor ist, weil so viel Inspiration immer wieder kommt. Erzähl mir mal, dieser Tag des audiovisuellen Erbes, der bezieht sich auf alles, was wir Audio, also Tonbandaufnahmen und sowas, sowas stelle ich mir jetzt vor, ne? Also alle Tonaufnahmen sozusagen. Genau. Und also alle Bildaufnahmen. Des letzten Jahrhunderts, also seit 1900, also oder 1905. Und das bedeutet, seit 1905, okay. Und das bedeutet, und, ja. Es bedeutet, dass wir also, das gut, versteht nicht, was wir da machen an dem Tag. Wir machen im Endeffekt, kannst du dir alte Musik anhören, wenn du möchtest. Aber, das mache ich jeden Tag. Ja, genau. Aber im Endeffekt ist es halt dafür zu sensibilisieren, dass es schützenswert ist. Also dass das, was im letzten Jahrhundert oder allgemein in der Vergangenheit entstanden ist, dass man nicht irgendwie auf die Idee kommen sollte, eine rituelle Bücherverbrennung zu machen, sondern dass man halt sagt, also das ist halt einfach ein wichtiger Teil unserer Kultur, den wir speichern und erhalten wollen. Weil gilt denn da auch mein Handy, also mit den ganzen tollen Selfies, die ich da drauf habe, ist das auch Teil vom UNESCO. Gerade das, Patrice. Ums. Genau das steht da drin. Patrice Handy sollte geschützt werden. Naja, aber weil das hat ja exponentiell zugenommen, was in unserer Kindheit. Ja, da haben noch wenige Leute Filme gemacht. Heute macht jeder Filme. Und zwar dauernd, und zwar von seinen Füßen. Also die Sache ist natürlich dieser Tag ist 2005 erfunden oder ins Leben gerufen worden. Seitdem hat sich unsere Technologie natürlich nochmal unglaublich verändert. Also genau jeder, also ich würde vermuten, ein junges Mädchen heute macht heute an einem Tag mehr Fotos als ein durchschnittlicher Mensch in einem Jahr 1995. Ja. Ja, ne? Definitiv. Also, und wenn ich dem allen gedenken soll, und vor allem, wenn du die Frage der Qualität dann stellst. du sollst nicht jeden einzelnen Selfie eines Insta-Girls gedenken, aber diese grundsätzliche, aber auch das, also ich finde das ja auch das, wir haben ja, also trotzdem ist das ja einfach ein Zeitzeugnis. Ne? Also ich meine, wenn die Leute, also ich bin mir sicher, dass Selfies irgendwann in 100 Jahren, wenn die Leute sagen, die haben sich selber fotografiert immer und dann haben sie immer so komische reingeguckt ins Telefon. Aber das ist ja ein Zeitzeugnis. Das sagt ja auch ganz viel über unsere iSociety aus. Ja, da hat er natürlich recht. Da hat er natürlich dementsprechend, recht. Ja. Das ist mir aufgefallen. Was ist dir noch ein Welttag aufgefallen? Nee, ich würde tatsächlich zum nächsten gehen. Ich fand die anderen Tage nicht so spannend. Das stimmt, okay. Und, dann, was kommt jetzt, Patrice? Überrasch mich. Wenn du Lust hast, ich habe ein Geburtstagskind des Tages vorbereitet. Das bedeutet, ich habe ein Gedicht geschrieben, so wie du es kennst, über jemanden, der heute am 27.10. Geburtstag hat. Und wenn du möchtest, lese ich das vor und du musst raten, wer es ist. Sehr gerne. Okay, es handelt sich um ein Geburtstagskind, und ich darf dir immer das Geschlecht sagen, um einen Mann, der am 27.10., und jetzt kommt's, 1466 Geburtstag hat. Ja. Das ist genau mein Jahr. Ist genau dein Jahr, ich weiß. Ich würde anfangen, wenn sich die Musik beliebt, zu uns hinabzulassen. Na dann. Na, geht doch. Hat die Bibel neu geschrieben, zumindest das Neue Testament, kam aus den Niederlanden selbst und war beim Schreiben sehr behend, war ein Grundstein auch für Luther und der Kirchenreformation. War ein Satiriker von Geist und spitzer Feder, damals schon. Steht als Pate heute für Austausch und für Internationalität. Seinen Namen sieht man groß auf einem ICE, auf dem er steht. Gilt als Vorbild der Aufklärung und wird später hoch anerkannt von Spinoza, Rousseau, Voltaire, Goethe, Nietzsche und auch Kant.
Das war's. Ich komme nicht auf den Namen. Darf ich hier einmal, ist er am Ende verbrannt worden? Nein. Nee? Also das wäre für mich vollkommen neu, ehrlich gesagt. Jetzt verunsicherst du mich richtig. Nein. Ich hoffe nicht. Nein. Okay, dann bin ich vielleicht total auf dem falschen Dampfer. Also nee, ich komme nicht drauf. Dann bin ich jetzt so falsch? Boah. Jetzt hast du mich echt gekriegt. Pass mal, es wäre mir wirklich komplett neu. Ich guck mal ganz kurz, ob ich in irgendeiner Weise dazu was finde. Nein. Ja. Nein. Gott. Wahrscheinlich denke ich jetzt gerade total um die Ecke und das ist ein total bekannter Name und ich komme nicht drauf. Also, ich denke nein. Ich sage jetzt einfach mal nein. Und wenn ich eines Besseren belehrt werde, dann bin ich ganz demütig. Dann gebe ich auf und lasse mich erhellen. Es handelt sich um Desiderius, den Namen kennst du noch nicht, aber jetzt kommt Erasmus von Rotterdam. Ja, den Namen kenne ich und den meinte ich nicht. Das finde ich schon mal sehr beruhigend. Das wäre für mich echt neu gewesen. Ich habe jetzt echt ganz panisch nachgeschaut. Erasmus von Rotterdam, unschwer zu erraten, wo er wahrscheinlich geboren wurde. Genau weiß man es nicht, aber auf jeden Fall ist er in den burgundischen Niederlanden, also in Rotterdam eben tatsächlich geboren worden, ist ein sehr bedeutender Gelehrter des Renaissance-Humanismus. War Theologe, Priester, Philologe und Autor von wahnsinnig vielen Büchern. Vielleicht das heute bekannteste Werk von ihm ist Lob der Torheit. Das hat er 1509 geschrieben und hat er übrigens seinem Freund und sehr bekannten Philosophen Thomas Morus gewidmet. Und hier hat er tatsächlich wirklich mit wildem Spott um sich geworfen und hat insbesondere die christliche, also damit auch die katholische Kirche, fürchterlich attackiert und hat zum Beispiel geschrieben, die christliche Religion steht einer gewissen Torheit recht nahe, hingegen mit der Weisheit verträgt sie sich schlecht. Das ist für die damalige Zeit eigentlich ein Grund, verbrannt zu werden, hast du recht, ist er aber nicht. Er war also mit seiner Religionskritik halt wirklich ein Vorreiter. Er ist ja ein Zeitgenosse von Luther und die beiden sind sich wohl nie begegnet, haben aber regen Austausch über Briefe miteinander gehabt und tatsächlich hat sich Luther seiner Übersetzung, also Luther hat sich der Übersetzung von Erasmus von Rotterdam des Neuen Testamentes, der nämlich aus dem Griechischen direkt nochmal neu übersetzt hat, hat sich dieser Bibel oder dieser Übersetzung bedient, um daraus dann unter anderem die seine Lutherbibel zu schreiben, also die reformierte Bibel. Also ein wirklich wichtiger Typ und aufgrund seiner Weltoffenheit und er hat ganz viel gereist, heißt heute das europäische Programm für Studentenaustausch Erasmus-Programm. Genau, richtig. Ich war auch ein Erasmus-Student und habe damit das eine... Lustig, ja. Ich habe immer gedacht, das wäre so klassisch wieder so eine Buchstabenabkürzungsaneinanderreihung. Aber ja, nee, tatsächlich, es gilt ihm. Jetzt, ja. Und wie gesagt, es gibt also einen ICE, ich fahre ja öfter mit der Bahn und habe gesagt, herzlich willkommen an Bord der Deutschen Bahn, ICE Erasmus von Rotterdam. Und der fährt dich dann durch die Gegend. Den gibt es also auch. Ja. Und er ist wirklich, er gilt als einer der Vorbilder für die Aufklärung. Ich habe ja zum Schluss aufgezählt, wer da alles sich wirklich äußerst lobend über ihn geäußert hat. So viel zu Erasmus von Rotterdam. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag, mein Freund Erasmus. Und weiter so, nicht schlecht gewesen, was du gemacht hast. Also wirklich, ja, kritische Geister kann man immer brauchen, oder? Das stimmt, die kann man immer brauchen. Wäre ich auch nicht drauf gekommen. Also ich meine, ich kenne den Namen, aber ich weiß, glaube ich, fast gar nichts über ihn. Also sehr, sehr, sehr wenig. Also von daher, und ich hatte an irgendeinen Vorgänger von Luther gedacht, der auch die Kirche, also ein Holländer, der die Kirche kritisiert hat in Reden, der dann verbrannt wurde und wo mir der Name jetzt nicht einfällt und ich habe ihn auch eben nicht auf die Schnelle finden können, ist aber auch ja nicht so wichtig. Also wieder ein schönes Gedicht und ich bin leider nicht drauf gekommen.
Aber das war heute auch schwierig, das ist mir durchaus bewusst. Nur den fand ich wirklich sehr, sehr würdig, mal darüber zu sprechen. Also einfach eine wichtige Figur in der europäischen Geschichte, wirklich. Ne? Okay. Das stimmt. Ja, genau. Historische Daten, da sind wir. Was ist dir aufgefallen, mein Lieber? Mir ist aufgefallen, am 27. Oktober im Jahre 97 nach Christus, also schon eine ganze Weile her. Sehr gut. Da beginnt mit der Adoption des 44-jährigen Trajan durch den kinderlosen Kaiser Nerva, der im Römischen Reich die Zeit der Adoptivkaiser. Ach. Hatte ich noch nie so gehört. Hast du es schon mal gehört? Ich habe nur den Begriff gehört, die Adoptivkaiser, und ich kann nichts damit verbinden. Also höre ich gebannt zu. Was gab es da? Ja, fand ich total spannend. Also ist die Zeit von 98 bis 180, also fast ein Jahrhundert lang, wurde halt der vermeintlich beste Mann vom Kaiser adoptiert, und dann wurde der nächste Kaiser. Und finde ich ein ganz spannendes Prinzip, ne? Also was für mich ja immer ganz stark gegen Monarchie spricht, ist ja dieses Vererbungsprinzip. Ja, ich weiß. Aber wenn man natürlich sagt, okay, wir gucken, gilt auch als eine der erfolgreichsten Phasen des Römischen Reiches. Also da wurde dann, unter anderem ist Marc Aurel auch ein Adoptivkanzler. Das war Kaiser, nicht Kanzler. Kanzler. Das war ein sehr erfolgreiches Jahrhundert, ein sehr stabiles und ein sehr gut geführtes Jahrhundert im Römischen Reich. Da wurde halt wirklich immer, die anderen Namen, ehrlich gesagt, kenne ich nicht so. Doch Lucius Verus kennt man, glaube ich, auch, ne? Aber Trajan, Hadrian, Antonius. Den kenne ich. Trajan und Hadrian kenne ich, jawohl. Marc Aurel und Lucius Verus. Und zu dem Zeitpunkt, es war auch wirklich das Ziel, den Besten dann auszuwählen und dann halt dem zum Kaiser zu machen. Das finde ich wiederum ganz spannend. Ich bin ja ein absolut überzeugter Demokrat. Ich kann mir aber, also habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, also ich kann mir durchaus vorstellen, ein anderes System zu haben, aber dann nur mit einem unglaublich starken Rechtsstaat, der halt die Führer oder wie auch immer total in die Schranken weisen kann. Naja, haben wir ja so ein bisschen bei unseren Nachbarn, den Franzosen, die haben ja ein Präsidentalsystem, ne? Le Président darf ja wesentlich mehr als bei uns der Bundeskanzler, ne? Sehe ich ganz schön kritisch, insbesondere, ich bin ja nun, während wir aufnehmen, bin ich noch in Frankreich, aber wenn sie ausgestrahlt wird, die Folge, bin ich nie mehr in Frankreich. Und ich höre hier viel über das, was so ein Präsident, der so alleinherrschaftsfähige Befähigungen hat, hier so alles anstellt. Die Liste ist lang an negativen Punkten, die ich da aufführen würde und wo ich auch als Deutscher mit unserer föderalen Kultur das überhaupt nicht gewöhnt bin. Und letztendlich sieht man ja auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, was da so angerichtet werden kann durch einen so einen Heini. Das wäre alles in Deutschland nicht möglich. Das muss man sich immer vor Augen führen. Also das muss schon ein sehr, sehr starker Rechtsstaat sein, der im Grunde genommen das schon wieder verbietet, nämlich jede Form von, ich sag mal, monarchischem Gebaren verbietet. Also ich finde es nicht unkritisch, ehrlich gesagt. Nein, ich bin ich bin schon vollkommen überzeugter Demokrat, aber grundsätzlich, du sagst doch manchmal, dass du dich der Monarchie ein bisschen hingezogen fühlst, oder? Wenn ich der Monarch bin. Ach so, so war das. Na gut. Das ist eine sehr einseitige Sichtweise, ganz genau. Das stimmt, ich als König Patrice der Erste würde ich mich toll fühlen, ganz genau. Ja, da bin ich dabei. Ja, genau. Ich wäre der Hofnarr in deinem Hofstaat. Der Einzige, der dir sagen darf, dass du Scheiße baust. Ja, das stimmt. Das dürftest du in jedem Fall, ganz genau richtig. Ja. Du hörst zwar nicht drauf, aber es klingt lustig. Aber auf jeden Fall fand ich das sehr interessant. Sehr interessant. Ich habe leider ehrlich gesagt nicht finden können, wodurch das
aufgelöst wurde. Also ich vermute, dann wurde halt wieder aber das konnte ich leider nicht verstehen. Dann wurde wieder ganz normal geerbt und nicht mehr adoptiert. Ja, genau. Oder gewählt. Ne? Also ich glaube auch, die haben, also römische Kaiser wurden ja auch teilweise gewählt, aber genau, die haben unterschiedliche Systeme oder vielleicht einfach geputscht. Ne? Also es war ja auch der Klassiker als Feldherr mit der eigenen römischen Armee gegen Rom zu ziehen und dann sich selber zum Kaiser zu erklären, ist ja auch durchaus ein Klassiker gewesen, den man immer wieder einsetzen konnte. Also von daher, aber ich fand es ganz spannend, wie gesagt, also dieses, also Adoptivkanzler, bist du also dagegen? Ja, ist nicht mein Ding. Auch hier wieder Einschränkungen, wenn ich natürlich adoptiert werde, ist das voll in Ordnung. Okay, gut. Ja, was ist dir denn noch historisch aufgefallen? Ja, tatsächlich bin ich ein bisschen französisch heute. Am 27.10.1806 ist unser guter alter Freund Napoleon in Berlin einmarschiert. Tada! Jawohl. Und zwar im 4. Koalitionskrieg oder auch 3. Napoleonische Krieg, das ist das Gleiche. Muss man ein bisschen wissen, also die Preußen mussten nach dem 3. Koalitionskrieg relativ harte Verträge unterschreiben, mit denen Napoleon sehr, sehr geschickt eigentlich geregelt hat, dass sich eigentlich automatisch die alten Koalitionen gegeneinander wenden. Also das hat er unglaublich schlau gemacht und das ist ja wirklich ein Fuchs gewesen. Also sozusagen mit dem Unterschreiben welches war das nochmal? Das war, weiß ich nicht mehr. Ach, ich weiß, es war irgendwie ursprünglich, wurde es in Wien ausgehandelt. Nee, weiß ich nicht mehr. Oder war es das Traktat von Paris? Das müsste es gewesen sein, doch. Also die Preußen mussten das Traktat von Paris unterschreiben und da mussten sie halt Länder abgeben und wahnsinnige Zahlungen leisten an Napoleon, also an Frankreich natürlich. Dabei haben sie dann Teile der Schweiz, also die es damals noch nicht gab, aber haben sie da das eben verloren und andere Fürstentümer auch. Und im Moment, wo sie das Ding unterschrieben haben, und das war eben auch das Ziel Napoleons, hat England sofort den Preußen den Krieg erklärt, weil sie da drin gegen Abmachungen mit den Engländern verstoßen sind. Das ist großartig, die Idee. Somit war Preußen sofort wieder im Krieg. Eigentlich war da auch zum Beispiel der Schutz des Osmanischen Reiches drin verabredet. Das wiederum sollte eigentlich den Krieg mit Russland hervorbeschwören, sozusagen. Die Russen haben aber keinen Krieg den Preußen erklärt, sondern haben an der Seite Preußens im 4. Koalitionskrieg gekämpft, also im 3. Napoleonischen Krieg. Und das ist der heute Thema ist, der 4. Koalitionskrieg. Es gab in Jena, glaube ich, genau, in Jena und noch irgendwo, Jena und Auerstedt, ganz genau, sind die preußischen Truppen geschlagen worden und schwuppdiwupp ist Napoleon in Berlin einmarschiert. Die preußischen Könige und Herrschaften sind vorher geflohen. Der Napoleonische Krieg ging noch weiter Richtung Osten, wie man sich vorstellen kann, gegen die Russen. Und weil die Russen nicht doof sind und sich zurückgezogen haben. Ja, und sich zurückgezogen haben und das Essen mitgenommen haben. Die haben einfach zurückgegangen und haben alles, was essbar war, mitgenommen. Ne? Sind die napoleonischen Truppen, die Schwierigkeiten hatten, Nachschub zu besorgen, sind die napoleonischen Truppen schlicht und einfach ausgehungert worden. Und er hat dann irgendwo auf der Höhe von Danzig, hat er dann irgendwann gesagt, jetzt reicht's und hat mal wieder einen Friedensvertrag geschlossen. Und das war dann das Ende des 3. Napoleonischen Krieges, den er... also nicht gegen Russland definitiv gewonnen hat. Ne? Also deswegen, bums, so war's und heute Berlin-Einzug. Und es gibt Bilder, ich kenne sie, ich kenne gemalte Gemälde, wo Napoleon einzieht und unter dem Brandenburger Tor durchreitet. Unglaublich. Ja, das war heute. Also wie, ja, so auf jeden Fall, wie gesagt, immer noch eine spannende Figur. Ich bin auf jeden Fall im Verlauf unserer P-Day-Folgen ein bisschen eigentlich ist er ja auch eine sehr negative Figur. Er ist ein Diktator, aber irgendwie. Absolut. Aber er ist natürlich auch ein unglaublich brillanter Mensch gewesen. Also Mensch ist, er ist ein Kriegs.
ein Kriegslenker gewesen. Und da war er bestimmt brillant, aber irgendwo auch Menschen. Weißt du, stell dir mal vor, das hört sich ja, ich glaube sogar, dass das Spaß macht, ganz ehrlich. Weißt du, da bist du so in der Gegend, dann machst du da eine Schlacht, machst du da eine Schlacht, dann machst du da einen Vertrag. Und genau. Mhm. Aber das Dumme ist, bei Risiko gehen bei dir so Plastikfigürchen kaputt, ja, genau. Oder die landen wieder zurück in der Schachtel. Und bei Napoleon sind das einfach Massen von Menschen, die da gestorben sind, mit denen er gespielt hat. Deswegen möchte ich ihn ungern als Menschen bezeichnen. Natürlich als Cyborg. Er ist ein Humanoid. Er ist ein Humanoid als Lebewesen, ganz klar. Aber alles, was den Menschen ethisch ausmacht, ist er nicht. Ja, also ich finde, man muss ihn, also du bist unfair mit meinem kleinen Napoleon. Er ist ja wirklich so klein. Aber nein, ich finde, er hat ja auch den Code Civil und er hat halt, also ich finde auch, es ist ja nicht alles falsch gewesen. Jetzt habe ich jetzt vielleicht auch etwas überspitzt dargestellt. Ich finde schon. Aber ich finde, er ist eine brutale Gestalt. Er ist eine grenzenlos brutale Gestalt. Er ist eine brutale Gestalt. Die Frage ist, ob Europa ein schlechteres gewesen wäre, wenn er sich durchgesetzt hätte. Wie gesagt, er hat ja durchaus sehr moderne Ansichten. Das ist ja immer das, ich sag mal, Alexander der Große ist natürlich auch in dem Sinne eine brutale Gestalt, die da natürlich. Aber überall, wo er langgezogen ist, hat er auch den Menschen Freiheit und Bildung gebracht. Also es ist halt, das kannst du nicht so einfach mit zwei, du kannst so wie der, der römische Frieden auch, ne? Ja, also okay. Die Römer sind ja auch durch die Gegend gezogen, haben Gegenden besetzt, haben Geschlachten geschlagen und am Schluss hatten die Leute Wasserversorgung und eine Kloake. Genau. Also und alles mögliche und medizinische Versorgung. Vielleicht sagen die Leute das auch irgendwann über die Amerikaner. Wer weiß. Ja, mag er sein. Wollen wir auflösen, Patrice? Wer hat's gesagt? Ja, möchtest du? Ja, gerne. Ich glaube, sonst sind wir ein bisschen, wenn wir jetzt noch historische Daten nehmen. Das wäre mir zu lang. Ich habe am Anfang leider zu sehr mit dem Film, aber es war ja trotzdem unterhaltsam für mich. Ich fand es auch sehr unterhaltsam. Soll ich dir das Zitat nochmal vorlesen? Sagst du mir nochmal das Zitat? Genau, bitte, das war so lang. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich das überlegt, ob ich es nehme. Ich fand, das passt nur so schön mit den Cyborgs. In unserer Zeit herrscht ein schrecklicher Aberglaube. Er besteht darin, dass wir begeistert jede Erfindung aufgreifen, welche die Arbeit erleichtert, und glauben, sie unbedingt nutzen zu müssen, ohne uns die Frage vorzulegen, ob diese die Arbeit erleichternde Erfindung unser Glück vermehrt oder vielleicht Schönheit zerstört. Hat das gesagt. Erstens Arthur Conan Doyle, zweitens Leo Nikolajewitsch Tolstoi, drittens J.R.R. Tolkien oder viertens Frank Schätzing. Hab vorhin schon gesagt, Schätzing, ich bleib dabei, aus den genauen Gründen ist mir zu literarisch, was gesagt wurde. Arthur Conan Doyle finde ich wirklich eine gute Lösung, aber ich habe drüber nachgedacht. Arthur Conan Doyle ist ja eigentlich Dr. Watson, ne? Also er ist ja Dr. Watson, weil er schreibt ja auch aus der Sicht des Dr. Watson und er ist ja auch im echten Leben Arzt gewesen. Ja, und er ist schon eher Sherlock selber, aber gut. Okay, wie auch immer. Okay, ich habe ihn immer für Watson gehalten, auch aufgrund der Parallele, dass sie halt beide Ärzte sind, ne? Mhm. Ich halte Ärzte gerade in dieser Zeit. Conan Doyle hat ja Ende, also auf jeden Fall zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt. Ich halte in dieser Zeit aus irgendeinem Grund Ärzte für Entwicklungs- oder Technik- oder fortschrittsgläubig. Ist irgendwie mein Gefühl. Mhm. Deswegen sage ich, ich glaube, Conan Doyle wäre natürlich in der Lage gewesen zu sagen, ob es das ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob Conan Doyle so der Typ dafür ist, der im Grunde genommen am ästhetischen Alten festhalten möchte. Weil diese Aussage, die Romane, die er nach Sherlock Holmes geschrieben hat, Vergessene Welt und so? Nee.
Nee, tatsächlich okay. nicht. Würde dir helfen. Tatsächlich nicht. Würde mir helfen, okay. Würde mir helfen, okay. Na, okay. Na, weiß nicht, ob mir die Aussage jetzt hilft, weil ich ja nicht weiß, in welche Richtung es mir helfen würde. dann bleibt uns Tolstoi, den ich als super heißen Kandidat, sage ich dir ganz ehrlich. Und zwar deswegen, weil der nämlich genau das verbindet. Das ist eine ähnliche Zeit. Tolstoi ist etwas älter als Conan Doyle. Das ist aber eine ähnliche Zeit. Und der hat so diesen Aufbruch mitbekommen. Diesen Aufbruch der Industrialisierung. Und dann sagt er, Menschenskinder, Wahnsinn, wir sehen hier alles. Und der hat wahrscheinlich miterlebt, wie alle, weiß ich nicht, wie die Städte schwarz vor Rauch wurden und all solche Geschichten. Und ich könnte mir, so wie er geschrieben hat, ich weiß nicht, ob du Tolstoi gelesen hast, habe ich sehr gerne gelesen. Mhm. Das ist ein Ästhet. Das ist auch jemand, der auch an alten Werten sehr festhält. Deswegen für mich im Moment der heißeste Kandidat. Ich möchte aber nicht umhergehen, um noch auf den vierten einzugehen. Und das ist J.R. Ronald Roy Tolkien. Und der ist der jüngste von denen allen. Genau. Schätzing ist der jüngste, aber gut. Achso, Schätze, natürlich, genau, aber den haben schon ausgeschlossen. Ich meine jetzt von den drei übrigen, ne? Mhm. Der ist der jüngste von denen allen. Und ich, natürlich ist der jemand, der unheimlich an Altem festgehalten hat. Nicht, sieht man ja auch an seinem Werk, wo viel ja Gewühle in Althergebrachtem ist, in Sagen, in wahnsinnig tradiertem Handeln und so weiter. Ganz klar. Aber seine Zeit spricht für mich dagegen. Das Problem von Tolkien in seiner Zeit war nicht der Fortschritt, sondern die Nazis. Das Problem von Tolstoi war aber eher der Fortschritt als irgendeine andere Kraft. Ne? Das war also ich will damit sagen, das Umwälzende in der Zeit Tolstois, natürlich auch noch in der Zeit Conan Doyles, aber am stärksten in der Zeit Tolstois, war tatsächlich die Industrialisierung. Und deswegen nehme ich Tolstoi. Patrice, wie schon öfter gesagt, ich ziehe meinen Hut vor dir. Du hast die Herleitung sehr schön, Tolstoi ist richtig. Oh, ja, siehst du, das ist aber schön. Ja, hast das du aber sehr schön. Gut wieder gemacht. Also, genau, heute ist leider wie immer in letzter Zeit das Destroko schon ein bisschen zu kurz gekommen. Ich habe eben auch schon mal überlegt, ob wir vielleicht mal aus Spaß bei einer der nächsten Folgen einfach umdrehen, dass wir erst über historische Sachen sprechen und am Schluss über Welttage. Obwohl Welttage sind auch zu kurz gekommen. Aber P-Day an sich hat genug stattgefunden. Es hat Spaß gemacht. Ich wünsche eine schöne Woche, einen schönen Sonntag. Den würde ich auch, und nicht vergessen, wir haben heute Zeitumstellung.